Ja, herzlich willkommen aus der Praxis Miracura. Mein Name ist Christoph Arnold, auch als Trio Creo bekannt. Ja, heute die Überschrift Liebe. Auch in der Praxis, ja, geht es häufiger darum, was denn deine Einstellung zum Thema Liebe ist. Und viele kennen ja schon meine Aufforderung entsprechend, ja, mit dem Spiegel zu arbeiten. Und dann nütze ich gerne, oh, da haben wir das Englische und das Deutsche, entsprechend Louise Hay, die ja ganz früh zum Thema Spiegelarbeit schon losgelegt hat. Das war jetzt so ein Buch, was wirklich nur auf Spiegelarbeit fokussiert. Ich habe in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, das ist jetzt schon über 30 Jahre her, meine Güte, nee. Also habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, ja, was kann ich selber tun, um ja gesund zu werden? Und Louise Hay war die erste, die mir ein System beigebracht hat, wo ich sagte, wow, das macht Sinn. Und das ist auch etwas, was ich als damaliger Laie wirklich gut verstehen konnte und tun konnte. Und deshalb empfehle ich eben immer wieder ihre Bücher. Ja? Und das ist hier zum Beispiel eins, was jetzt eben nach ihrem Bestseller erschienen ist, wo es darum ging, jetzt die Dinge, die sie da geschrieben hat, für sich anzuwenden, für sich in die Praxis umzusetzen. Und leider, ja, ist der deutsche Titel nicht so schön wie der englische, denn da ist nämlich was von Liebe zu erfahren. Ja? Also, dass es nämlich da wirklich auch um das Thema Liebe, Selbstliebe, Annahme schon ging. Und dieses Buch hat ganz, ganz viele Dinge hier, die eben ja mit dem Thema Liebe zu tun haben, ganz allgemein mit dem Thema Gesundheit, sich gut fühlen, Ängste, Phobien, also all die Dinge, die ja schon immer auch da waren und die man ja dachte, man müsste zum Therapeuten gehen, damit einem da entsprechend geholfen werden kann. Und dann kommt diese Frau um die Ecke und schreibt da eine Anleitung, wie du selber etwas tun kannst. Jetzt denkst du, will der sich sein eigenes Geschäft wegnehmen? Dann kommen doch die Leute gar nicht mehr zu ihm in die Praxis und buchen Stunden bei ihm. Ja, das kann passieren. Das ist auch okay für mich, denn es brauchen immer noch Menschen natürlich zusätzliche Unterstützung, weil sie alleine da nicht weiterkommen. Ja, also aus meiner Sicht ist das sehr selbsterklärend und dieses Praxisbuch, ja, hat viele Dinge, wo du Fragen gestellt bekommst, die du für dich dann beantworten kannst direkt und dann sehen kannst, okay, ah, was macht das da? Und da kam eben schon als allererstes Mal bei mir die Erleuchtung, okay, da sitzen ganz tief innen drin bei mir Überzeugungen, Ansichten, Glaubenssätze zu Themen, die mit mir auch zu tun haben und die auch mit meiner Gesundheit zu tun haben. Und es war spannend zu erkennen, was da alles abgelegt war. Ja, also ich möchte keinem Therapeuten irgendetwas wegnehmen und natürlich sage ich auch, bitte überlege genau, was du tust. Ja, ob du in deinem Fall auf einen Therapeuten verzichten möchtest, das musst du entscheiden und solltest das vielleicht auch noch mal mit deinem Arzt bereden, inwieweit er das auch unterstützen könnte, dass du selber etwas
dafür tust. Also aus meiner Sicht, der ich eben auch therapeutisch tätig bin, bin ich froh, wenn Menschen mitarbeiten und selber etwas tun. Und auch das ist eben ein kleiner weiterer Baustein, warum es bei meinen Fällen so schnell gehen kann. Weil ich eben Werkzeuge an die Hand gebe, damit meine Patienten, Klienten entsprechend selber gestärkt werden, selber etwas tun können. Und das bringt dann den Erfolg. Das kann ich nur empfehlen. Aber ja, natürlich kann es sein, dass du sagst, Mensch, ich muss aber erstmal schon eine gewisse Einführung haben und wäre es denn nicht doch gut, eine Stunde wenigstens zu buchen? Ja, habe ich natürlich nichts gegen. Nur ich will es eben sagen, dass es wirklich möglich ist, anhand dieser wunderbaren Bücher selber Dinge in die Hand zu nehmen. Und ja, natürlich darfst du mit deinem Arzt und Therapeuten abklären, was für dich am besten ist. Davon möchte ich bitte nicht abhalten. Und auch wenn wir zusammenarbeiten, dann werde ich versuchen, dir da entsprechend Unterstützung anzubieten und auf der anderen Seite aber auch eben ja, dich in die Eigeninitiative hineinzubringen, in die Eigenermächtigung, in die eigene Kraft, die in dir ist. Denn wir haben ja diese Selbstheilungskraft. Nur ist es eben manchmal schon schwieriger, die eigenen Inhalte, die da so versteckt sind, wirklich für sich alleine herauszufinden. Und dann ist es gut, vielleicht doch jemanden zur Hilfe zu nehmen. Ich kann dir immer nur wieder anbieten, wenn du neu bei mir bist, nutze die Chance, dass wir bis zu 15 Minuten kostenlos erst einmal zusammenarbeiten. Und jetzt haben wir gerade die Hälfte der Zeit um. Also, da können wir eine Menge machen. Und du kriegst schon eine Menge an Anleitung dazu, was du machen könntest. Ja, ich habe auch Bücher geschrieben, gerade zum Thema Glaubenssätze, Überzeugung, Ansichten. Natürlich freue ich mich, wenn du davon ein Buch nimmst und kaufst. Nur, ich wollte es dir nur noch mal zeigen, dass das schon so lange existiert. Und dass das erfolgreich von Menschen wirklich angewendet wurde. Und ja, also wenn du Unterstützung möchtest, dann geh auf meine Homepage miracura.de. Da sind verschiedene E-Mails. Du suchst dir eine aus und schreibst mir, um was es bei dir geht und inwieweit du sagst, Mensch, ich brauche trotzdem erst einmal eine Anleitung, einen Einstieg, wie ich da was machen kann und was ist denn in meinem Fall dann, also in deinem, dann da das Beste wäre. Denn man ist ja sicherlich immer auch mal unsicher, wenn man sich mit dem Thema noch nie befasst hat. Zwar den inneren Wunsch natürlich hat, gesund zu werden, aber ja, nicht so wirklich weiß, wie es da weitergeht. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir alles, alles Gute auf deinem Weg zu deiner Heilung. Danke dir.